und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4 Paradise Live / Auf ins Paradies mit Die Sims 4 Island Living Island Paradise. Ich komme nicht drauf. Sehr schön, ja, wir sind hier wieder in unserer schönen Villa, die diesen echt strangen Anbau hat. Irgendwas müssen wir nochmal machen. Vielleicht müssen wir noch ein drittes Stockwerk draufsetzen oder so. Naja. Genau, wir sind wieder in Sulani. Und da geht es jetzt heute heiß, weil... Oh, ich fische den Hund. Können Hunde eigentlich schwimmen? Also ich bin ja eigentlich nicht so der Mensch, der Hunde einfach ins kalte Wasser schubst. Ja. So, schauen wir doch mal. Moment, wo bist du denn, Koda? Ach genau, wir können ja nur... Ja, habe ich vergessen. Man kann die ja nicht ins Wasser packen. So, heute ist dein Casting, wenn ich mich richtig erinnere. Und musst du nichts davon machen? Nö. Na gut, dann nicht. Wer nicht will, der hat schon. So. Oh Gott. Wir brauchen eigentlich nochmal so eine YouTube-Videostation. Die fand ich eigentlich ganz cool, aber naja. Das Casting von Luna beginnt in einer Stunde. Okay, dann ist es Zeit für dich jetzt nochmal einen Snap zu posten. Oder auf Simstagram Story-Ding dazu zu packen. Eigentlich müssten wir sie nochmal bearbeiten, jetzt wo sie fast Oma ist. Da kann sie ja eigentlich nicht mehr in so einem kurzen Rock hier langlaufen. Ist kritisch. Oh, 12 Follower dazu gewonnen. Immerhin. Immerhin. Olivia ist zur Schule gegangen. So, du könntest ja mal Freunde kennenlernen. Ich habe nämlich festgestellt, er hat keine Freunde. Außer Olivia. Loario ist Erwachsener. Laila ist auch erwachsen. Aha, Laila ist mit Oliana zusammen. Krass. Oh, und sie singt. Ständchen bringen. Ja, warum nicht? Vielleicht kommen mir noch die ganzen fremden Sims alle reingelaufen. Oh, ich will auch das Ständchen hören. Hier wohnt ein Superstar in Sulani am Strand. Wohnt sie ja halt wirklich. In Sulani am Strand. So. Ach genau, unsere Meerjungfrau, Meerjungmann. Ist ja weg. So, wann ist denn dein Casting? Musst du nicht mal weg? Stimmt, wir müssen auch noch zwei Sims rekrutieren und das hier abschließen mit Strangerville. Können wir auch noch machen. Können wir auch noch machen. Ist noch eine Sache, die zu erledigen ist. Ich kann nicht reden. So, musst du nicht arbeiten? Doch, sie geht zum Casting. Tschüss. Viel Spaß. Hast du frei? Nee, um 10. Okay. Oh, gut. Ah, Liebestag-Schulparty. Ach, krass. Okay, Liebestag-Schulparty. In der letzten Woche haben die Kinder ihre jeweiligen Schwarmen zum jährlichen Liebestag eingeladen. Es wird Kekse, Punsch, Musik, Geschenkkarten und natürlich lästige Aufpasser geben. Okay. Felix wurde noch nicht gefragt, daher hatte zwei Möglichkeiten. Alleine gehen, jemand besonderen ein. Ja, warum nicht? Lad jemanden ein. Felix braucht den Großteil des Tages, um allen Mut zu sammeln, seinen Schwarm zu fragen, ob er ihn zu der Party begleiten würde. Zum Glück wird sein Mut belohnt. Felix wirft seinen Schwarm schüchterne Blicke zu, als sie sich in eine Ecke stellen. Sie reden unbeholfen über ihre Klasse, den Schulsport und das Wetter. Nach der Party hat Felix Schmetterlinge. Oh, süß. Den Schwarm möchte ich jetzt ja eigentlich kennenlernen. Hat er jetzt eine neue Bekanntschaft? Nö, schade. Das hätte mich jetzt ja interessiert. Okay, was ist los? Hackerangriff. Wir haben herausgefunden, dass Felix heute in den Schulcomputer eingriff. Wir warnen einfach mal. Verantwortung sinkt, Konfliktlösung steigt. Ja, man muss ja nicht immer direkt bestrafen. So. Apportieren. Ach, wir brauchen einen Ball. Wir müssten allgemein mal mit ihm so ein Training machen. Vielleicht machen wir das mal. So, aber ich glaube, du musst jetzt erstmal zur Arbeit, ne? Komm. Ja, noch 8 Minuten. So. Ksch. Geh. Post zugestellt. Und wir haben wahrscheinlich eine Rechnung bekommen. Oh. Geheime Liebestagkarten austauschen. Heute ist irgendwie Liebestag für beide, ne? Na gut, es ist ja auch Liebestag. Anlässlich des Feiertags Liebestag
beschließt Olivia, eine Karte mit Pfeifenreinigerherzen, glitzernden Blumen und Dinosauriern für ihren Schwarm zu basteln. Schließlich mag doch jeder Dinosaurier, oder? Klar, Olivia, natürlich. Natürlich. Olivia ist nun nicht sicher, ob sie durchblicken lassen soll, dass sie die Karte gebastelt hat, oder ob sie sie heimlich in das Fach des Schwarms legen soll. Wir legen die mal heimlich ab, das ist doch schön. Felix hat Darling. Who is Darling? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Tantemenbericht. Oh, das Ende. Okay. Olivia steckt ihre Karte heimlich in das Regalfach, als die anderen Kinder aus der Pause reinkommen. Beobachten sie von der anderen Seite des Raumes, wie ihre Karte geöffnet wird. Glitzer fällt aus dem Umschlag. Und das Lächeln ihres Schwarms ist noch viel strahlender. Obwohl niemand weiß, dass die Karte von ihr stammt, hat sie den ganzen Tag ein schön warmes Gefühl im Bauch. Och süß. Unsere beiden haben... Aha, Darling, Teenager. Ja, die müssen wir eigentlich mal einladen. Darling Walsh. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ich kann das schlecht beurteilen. Ich glaube, das ist ein Mädchen. Oder ein Junge. Es scheint auf jeden Fall sein Schwarm zu sein. Da bin ich ja mal gespannt. Wir können nicht abhängen. So. Jetzt warten wir. Felix hat Hannah getroffen. Casting bestanden. Jawohl. Nee, Joseph, lass uns in Ruhe. Du bist komisch. So, wie lief das Casting? Ich glaube, es lief ganz gut. Ja. Oh Gott, morgen um 12. Ist das... Felix hat Luna in der Schule getroffen. Ach krass, wir haben jetzt zwei Lunas in der Welt. Das ist doch auch gut. So, ich glaube, du musst ein paar Sachen erledigen. Einmal... Huch, oh Gott, jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. Was habe ich kaputt gemacht? Kann ich jetzt wieder zurückstellen? Nein. Ach je, dann bleibt es da stehen. Haben wir keinen Müll? Ach, guck mal, wir haben den Müll. Wir haben keinen großen Mülleimer. Ich muss gerade mal gucken. Genau, dann können wir es mal verkaufen. Mülleimer. So. Die Frage ist auch, wo stellen wir den hin? Vielleicht hier so hinter die Wand, dann sieht man den nicht. Da ist auch dieser Wasserball. Ich glaube, wir stellen ihn wirklich hier hinter die Wand. Oh Gott, hier passt er nicht hin. Oh Leute, bitte. So. Objects on. Zack. So, dann stellen wir den nur einmal halt dahin. Zack, raus da. So, und jetzt. Ach, wir haben gar keine Spüle hier in der Küche. Das ist das Problem. Ich merke gerade, wir haben kein Waschbecken. Okay. Müssen wir das schnell auch noch ändern. So, Spüle ist jetzt auch mal hier. Sehr schön. So. Jetzt können wir aufräumen. Obwohl, dann hätte sie ja irgendwo anders das hier jetzt ja auch waschen. Naja. Okay. Hinterfragen wir das nicht. Lassen wir sie einfach das ganze Geschirr aufräumen. Und dann könnten wir ihr das Tablett füllen. Jetzt rennt sie sowieso zur Toilette. Ja gut, warum haben wir dann dieses Waschbecken gebaut? Ist ja egal. Okay, ich glaube, Cora braucht auch Essen. Wir füllen, glaube ich, mal die Schüssel. Okay, das ist sauber. Ich glaube, die Wäsche muss auch in Trockner. Ich glaube, eine Wäscheleine haben wir ja nicht. Wow, wir leben in Sulani, aber warum sollten wir einen Wäschetrockner haben? Das wäre ja zu... Eine Waschleine. Wäsche trocknen, Wäsche machen, in Waschmaschine stecken. Ich glaube, die ziehen sich hier zu oft um, weil irgendwie der Korb ist ja wieder voll. Und wir haben gerade erst Wäsche gewaschen, ganz komisch. So, wir müssen uns jetzt mal hier um den Liebestag kümmern. Romantische Stimmung. Verbringe Zeit mit dem in den... Okay. Blumen geben, nimm teil. Geschenk kaufen, Telefon. Blumen kaufen. Und Verabredung. Ja, oh Gott, sie ist müde. Oh, sie ist richtig müde. Es ist Wochenende. Solide 3 hat die Olivia... Und Felix hat Wolfgang in der Schule getroffen. Ich weiß nicht, wer Wolfgang ist, aber okay. Oh. Kurz vor dem Ausbruch. Oh Gott. Gestresst. Und dabei hat er halt Freunde getroffen und so. So, jetzt müssen wir mal gucken,
dass wir hier mal irgendjemanden einladen. So. Einladen auf aktuellem Grundstück. Genau, wen laden wir? Ich glaube, wir laden Darling mal ein. Wollen wir noch Wolfgang einladen? Und Hannah. Dann können die sich direkt mal besser kennenlernen. Telefoniert er jetzt im... Ich wollte gerade sagen, telefoniert er jetzt im Wasser? Nein. Nein, er rennt an Land. Das ist schon mal gut. Ich hätte auch Sorge um das Telefon. Oh, und hier steht ein Chardonnay. Spuk in der Land, setzt mal los. Sminchida. Kalu Pizoy Bove. Yarl. Oh, Fischmal, Tofu. Kalua-Schmal, Inselgemüse-Festmahl. Das klingt doch gut. Alle kommen vorbei. Nice. So. Ich weiß immer noch nicht, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Ist das? Doch, ich glaube. Dead are Boobs. Das ist ein Mädchen. Interessant zu wissen. Gut. Oh, guck mal, da kommen sie alle an. Aber sind das alles Teenager? Tatsächlich, sind alles Teenager. Guck mal, da. Hi. Hallo. Was machst du hier, Vanessa? Okay. Rutschen. Trick auf Rutsche machen. Trick auf Rutsche machen mit. Ja, ihr drei seid jetzt da. Jetzt könnt ihr auch euch hier beschäftigen. So, und du bist, glaube ich, todmüde, oder? Oh Gott, du bist todmüde. Oh nein. Dann geh mal schlafen. Naja, du hattest eine kurze Nacht hinter dir, vor dir. Du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich meine, Luna. Geh einfach ins Bett. So, und du könntest ja vielleicht noch ein bisschen schaukeln. Schaukeln. Ich meine, dafür haben wir diese schöne Schaukel besorgt. Ich wollte schon sagen, gekauft. Also haben wir auch, aber egal. Hui. Also sie scheinen alle eine Fitnessfähigkeit zu haben, weil sonst würden sie hinfallen. Und sie trägt. Oh, ich nehme alles zurück. Warum trägt sie sowas zum Schwimmen? Und. Hui. Ach, süß. Oh Gott. Hui. Hoch in die Lüfte. Hoch. Und noch viel weiter. Was machen die? Huch, oh Gott. Bin ich erstmal direkt. Schwimmen. Huch. Oh mein Gott. Das möchte ich auch können. Warum kann ich das nicht? Also, vielleicht, aber. Das ist cool. So. Okay. Huch! Da kommt sie. So, okay, jetzt ist er dran. Oh mein Gott, nice. Winfried? Wo ist er hin? Heißt der echt Wilfried? Der ist auch mit diesem Namen gestraft, ne? Ich meine, stellt euch vor, ihr würdet Wilfried heißen. Also nichts gegen Wilfried, aber ich meine, guck mal, er ist. Ach nee, Wolfgang, ne? Wolfgang. Ja, aber ich meine, guckt euch. Ich meine, stellt euch vor, ihr seid Teenager. Ne? Stellt euch vor, ihr seid jetzt so 16, 18. Gut, seid ihr ja vielleicht. Ne? Und dann heißt ihr Wolfgang. Find nur ich das ein bisschen komisch? Also, ich weiß nicht. Super finden würde ich das jetzt nicht, aber. Okay. So, genau. Du könntest jetzt noch Hausaufgaben machen. Hausaufgaben. Ich weiß, wir haben alle keine Lust auf Hausaufgaben, aber es muss sein. Kannst du ja im Kitchen? Kann man da machen? Nein, kannst du nicht machen. Okay. Wir haben es probiert. Ah, so. Du machst. Er braucht bald auch einen Job, ne? Oder? Wie? Nur ein bisschen hat er noch, aber. Ich bin auch schon am Überlegen, was wir machen wollen. Ich glaube, er wird zum Ökoforscher oder so. Oder Angeln oder. Ich glaube, das Essen ist fertig. Nom, 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 nom. Okay, dieses Feuer ist dezent traurig.
Aber was machen die alle oben? Warum? Hallo? Hier ist das Schlafzimmer. Müsste man eigentlich abschließen, aber... Surprise, hier ist keine Tür. Und ich will hier auch ungern eine Tür hinbauen. Also, es ist ja auch zum Teil irgendwie Wohnbereich, weil sonst wäre das nicht so eine offene Treppe. Naja, obwohl geht man einfach ungefragt ein Haus hoch und guckt sich da um? Ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde das nicht machen. Oder was meint ihr? Würdet ihr einfach hochgehen, wenn ihr jetzt in diesem Haus wohnt? Würdet ihr einfach so hochgehen und, weiß ich nicht, euch an den Rechner setzen? Entschuldigung? Was machst du da? Du trägst keine Kleidung, trägst noch deine nasse Badehose und sitzt hier am Rechner, der auch noch sauteuer war. Und das alles, während Luna schläft. Also ich hinterfrag das jetzt einfach mal nicht. Kannst nicht bei Hausaufgaben helfen? Geschichte, Laune, soziale Medien. Liebestaggeschenk geben. Oh, so viele Autogramme. Haben wir die nicht aufgehangen? Ich dachte, wir hätten die Autogramme aufgehangen. Ach, haben wir doch nicht. Oh. Okay. Obwohl, dann können wir die ja bei ihm ins Zimmer hängen. Ich meine, er ist ja sowieso so ein Jugendlicher. Wow. Weiß nicht, vielleicht sammelt er ja so eine Autogramme. So. Auch wenn sie Luna damals gesammelt hat. Damals. Jetzt wäre das schon so 20 Jahre her. Naja. So, okay. Es ist Zeit für dich nach Hause zu gehen, du komische Tuse. Bitte zu gehen. Du musst jetzt weg. So. Oh, du bist mit den Hausaufgaben fertig. Sehr schön. So, jetzt kannst du dein Wochenende auch genießen, wenn du auf der Toilette warst, weil du dich nicht einpinkeln sollst. Ach, verwenden. Eigentlich könnte sie auch hier unten langlaufen. Sie nimmt den langen Weg. Sie macht es richtig. Dafür war das ja gedacht. So. Okay. Aber dann würde ich mich auch erstmal verabschieden. Morgen kriegen wir finally unseren Stern auf dem Walk of Fame. Ich bin richtig gespannt. Wir sehen uns damit morgen wieder. Und ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.